Lieber Herr Domdekan, liebe Brüder und Schwestern, Heimatvertriebene und deren Nachkommen, liebe Gäste, liebe Gläubige. Drei Stichworte möchte ich aus den Worten der Heiligen Schrift vom heutigen Tag herausgreifen zu unserer Betrachtung in dieser Stunde der Eucharistie, der Fürbitte und der Danksagung. Das erste Stichwort war in der Lesung des Propheten Jesaja. Wohnen. Das Stichwort Wohnen. Das zweite Stichwort nehme ich aus dem Evangelium. Mitleid. Mitleid. Und das dritte ist auch aus dem Evangelium. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Wohnen. Der Prophet Jesaja schreibt das zu einer Zeit, als die Menschen Heimatvertrieben waren. Israel, das Volk Gottes, hat bitter erlebt die Vertreibung. Vertreibung aus der Heimat, Vertreibung aus Jerusalem, Zerstörung Jerusalems, Deportation ins Exil. Und alle, die diese Erfahrung gemacht haben, sind hier sicher manche, nicht die Kinder hier vorne, aber manche ältere, alte unter uns, die sich sehr genau daran erinnern. Ich war 9 Monate alt bei der Vertreibung. Meine Erinnerungen sind dementsprechend nicht so genau, aber natürlich die Erzählungen der Mutter noch lebt, Gott sei Dank, die das uns immer wieder erzählt hat. Die Erfahrung der Vertreibung, der Verlust der Heimat, der Verlust der vertrauten Umwelt und die ganzen Grausamkeiten, die mit der Vertreibung verbunden waren. Wohnen. In dieser Erfahrung bekommt die Erinnerung an das Wohnen einen ganz neuen Klang und eine Hoffnung. Die Juden im Exil bekommen dieses Wort, du Volk auf dem Berg Zion, das in Jerusalem wohnt, du brauchst jetzt nicht mehr zu weinen. Es wird eine Zeit kommen, wo du nicht mehr weinen musst. Nach so vielen Tränen. Auch wenn die Zeit noch arm und notvoll ist, der Prophet weiß, auch wenn wir nur wenig Brot und nicht genug Wasser haben, es wird eine gute Zeit kommen. Das sagt der Prophet als Trostwort und er zeichnet ein Bild, dass die, die aus den Dörfern vertrieben worden sind, viele Landwirte, geht einem zu Herzen, denn er sagt, dann spendet der Regen für die Saat, die du auf dem Acker gesät hast, das Korn, das auf dem Acker heranreift, wird üppig und fett, auf weiten Wiesen weidet dein Vieh. Die Rinder und Esel, die bei dir bei der Feldarbeit sind, bekommen würziges Futter und reichlich Wasser. Ich habe dieser Tage wieder gelesen, die Erinnerungen von der Vertreibung aus Bruck an der Donau, nicht weit von uns, hier bei Pressburg. Mein Mitbruder, Pater Ludwig Schwarz, hat uns oft von dieser Vertreibung erzählt, am 3. Juli 1945. Manche direkt vom Feld weg, von der Erntearbeit. Es ist ein Bild der Hoffnung,
im Bild des Trostes nach der trostlosen Erfahrung des Exils und der Vertreibung, das der Prophet Jesaja da zeichnet, wohnen. Wieder wohnen dürfen, wieder Heimat. Freilich, nicht alle haben diese Heimat wiedergefunden. Ja, die meisten haben sie verloren, aber haben eine neue Heimat gefunden. Für mich ist es die Erinnerung mit 6 Jahren, als die Mutter zu uns sagte, wir kamen in die Wohnung und sie sagte, jetzt haben wir eine eigene Wohnung. Das war im Jahr 51. Nach 6 Jahren Stationen überall bei Verwandten irgendwo untergebracht, provisorisch. Wohnen dürfen, Heimat haben. Das ist etwas so Tiefes, dass es in diesem Prophetenwort nachklingt und wir es gut nachvollziehen können. Der Wunsch nach Heimat. Jesus im heutigen Evangelium, das 2. Stichwort, Mitleid. Das Herz Jesu, das mitgefühlt hat mit der Not der Menschen. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dieses Mitleid Jesu. Wie tröstlich war es, wie tröstlich ist es, Menschen zu finden, die Mitleid haben. Alle, die die schlimme Zeit der Vertreibung erlebt haben, die meisten zumindest, können auch von Erfahrungen erzählen, dass sie Mitleid erlebt haben. Und nicht nur Grausamkeit, viel Schreckliches. Aber immer wieder auch die Erfahrung, dass es doch Menschen gibt. Dass die Menschlichkeit nicht zu Ende ist. Und was für ein wunderbares Wissen, dass Jesus uns das vorgelegt hat. Er hatte Mitleid mit den Menschen. Sie waren müde und erschöpft. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesu Ruf, Jesu inständige Bitte, dass es doch mehr solche Menschen gibt. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeit. Brüder und Schwestern, die ein wenig von Landwirtschaft wissen, die Ernte kann nicht warten. Da kann man nicht sagen, in 3 Monaten machen wir das. Da ist die Ernte vorbei. Da ist sie kaputt. Wenn niemand da ist, der sie erntet. Und wenn nicht geerntet wird, dann gibt es Hungersnot. Wir glauben heute, dass man das Essen im Supermarkt bekommt. Es kommt nicht aus dem Supermarkt. Es kommt aus der Landwirtschaft. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Das ist ein Notruf Jesu, dass es noch mehr Menschen gibt, die für die anderen ein Herz haben. Mehr Mitleid miteinander, mehr Fürsorge. Wie viel Grausamkeit ist in diesem schrecklichen Krieg und in dieser schlimmen Nachkriegszeit geschehen? Wie viel Leid? Wo das Mitleid war, da war auch und das letzte, dritte Wort, das ich herausgreifen möchte aus den Perlen des Evangeliums und der Lesung. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Könnte man sagen, nein, wir haben nicht umsonst empfangen, wir haben fleißig wieder aufgebaut.
Die Heimatvertriebenen waren vielfach der Motor für den Wiederaufbau. Sie hatten alles verloren, dann sagen wir, hatten alles verloren. Wir wollten wieder anfangen, ein neues Leben aufbauen. Und das hat viel dazu beigetragen, dass heute unser Land ein so blühendes ist. Und doch müssen wir immer sagen, umsonst habt ihr empfangen. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, in einem Land leben zu dürfen, in dem Frieden herrscht. Und ich pflege immer wieder zu sagen, ich weiß, es gefällt nicht allen, aber ich sage es aus ganzem Herzen. Es stimmt, man hat uns alles genommen. Aber das Kostbarste haben wir nicht verloren, die Freiheit. Und ich denke an manche meiner böhmischen Verwandten, die drüben geblieben sind, die haben auch alles verloren, aber auch noch dazu die Freiheit. Und so komme ich zu meinem letzten Wort aus dem Lied, wohin soll ich mich wenden, das wir vorhin gesungen haben, in der zweiten Strophe. Ach, wenn ich dich nicht hätte, was wäre mir Erd und Himmel? Ein Bannwort jede Stunde. Es stimmt, wir haben die Heimat verloren, aber wir haben nicht den Glauben verloren. Und wie sagt Papst Benedikt, wer glaubt, ist nie allein. Der Glaube ist uns Heimat. Du bist, der meinen Wegen ein sicheres Ziel verleiht und Erd und Himmel weiht zum süßen Heimatland. Letztlich ist unsere Heimat nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel. Und dort, wo gläubige Menschen leben, dort, wo der Glaube lebt, dort ist auch auf Erden Heimat. Und viele unserer Heimatvertriebenen haben mit ihrem Glauben eine neue Heimat geschaffen. Was verdankt die Kirche in Österreich dem Glauben der Heimatvertriebenen? Glaubenszeugnis, Glaubenslüge. Und der Glaubenshoffnung. Und deshalb dürfen wir heute in dieser Eucharistie vor allem danken für das Geschenk des Glaubens und hoffen, dass wir es weitergeben an die nächste Generation. Darum werden heute die Kinder, übernächste Generation, die Fürbitten sprechen.